Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Einleitung wie bereits viele andere Mäuse vor ihr, unter anderem aus anderen Baureihen des Herstellers SteelSeries, ist die Kana V2 ergonomisch an das Design der legendären Intelli-Mäuse von Microsoft angelehnt. Diese dienten ihrer Zeit vielen professionellen Spielern als präzises Eingabewerkzeug, werden heute aber leider nicht mehr hergestellt. Wirkliche Nachfolger haben sie nie erhalten und Restbestände sind, unter anderem von Amazon-Partnern, nur mehr zu inakzeptablen Preisen verfügbar. Hinzu kommt die niedrige Abtastrate von nur 400 dpi, dies tut der Präzision der Maus, entgegen dem landläufigen Glauben zwar keinen Abbruch, immer höher auflösende Displays führen aber dazu, dass Intelli-Mäuse Optical R1 und Explorer 3.0 relativ zu den auf der virtuellen Arbeitsfläche abzudeckenden Distanzen, für viele Anwender sowieso zu langsam wären. In der Folge haben Hersteller wie SteelSeries und auch Zowie immer wieder Designs auf den Markt gebracht, die insbesondere an den Erfolg der Intelli-Mäuse Optical R1 anknüpfen sollten. Diesem Anspruch muss sich also auch die Kana V2 stellen. Ausstattung, zumindest Verpackung und Lieferumfang der Kana V2 offenbaren keine Besonderheiten. Wie bei SteelSeries üblich liegt kein zweites Barfüße bei, Betreiber muss aus dem Internet heruntergeladen werden. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.